Abgefahren, haben sie gesagt. Abgefahren. Es ist in allen Fällen eine der Bezeichnungen, an die viele denken, wenn sie zum ersten Mal einem Daihatsu Materia begegnen. Was soll das? Was ist dieser Würfel auf kleinen Beinen? Viele Leute drehen sich nach einem Ferrari um. Wir können Ihnen versichern, dass sich fast genauso viele umdrehen, wenn sie zum ersten Mal einen Daihatsu Materia kreuzen. Mit einer Axt geschnitten ist der Materia ein Würfel, von dem man einen kleinen Teil genommen hat, um die Vorderseite zu gestalten. Mit dem Hot Rod Look der 50er Jahre bietet der Materia den Blick einer Karosserie an, deren Dach man gesenkt hat. Das Ergebnis? Ein hoher Karosseriegurt und reduzierte Verglasung. Die Räder werden einfach an die vier Ecken gestellt. Die Gesamtheit ist kompakt und hat in allen Fällen den Vorteil, ohne Kompromiss zu gefallen oder zu missfallen. Sehr erstaunlich ist das, was den Ingenieuren von Daihatsu gelungen ist, mit diesem Volumen zu gestalten. Trotz der nur 3,80 Meter Länge bietet der Daihatsu Materia einen riesen Innenraum und eine sehr betörende Modularität an. Seien es die Passagiere vorne oder hinten, alle werden über viel Platz verfügen. Im hinteren Bereich erlaubt die Bank auf Gleitschienen, den Passagierraum zu erhöhen oder zu vermindern. Dies natürlich auf Kosten des Kofferraums, dessen Volumen von 180 bis 620 Litern variieren kann. Seitens der Praxis kann man die begrenzte Anzahl der Ablagen bedauern. Überraschend ist jedoch, dass man 8 Becherhalterungen für 5 Sitzplätze findet. Die Sicherheit der Passagiere äußert sich durch die Seitenairbags vorne und hinten sowie Vorder- und Hinterairbags. Isofix-Befestigungen sichern die Kindersitze. Letztendlich ist die Ausstattung vollständig und ausreichend. Global ist das Innere gut gefertigt und die Sitze bieten einen vernünftigen Komfort an und hinterlassen auch nach langen Strecken einen guten Eindruck. Der Materia ist mit 2 Benzinmotorisierungen verfügbar, 1,3 und 1,5 Liter. Daihatsu kündigt uns eine Dieselversion für das nächste Jahr an. Im Augenblick kann allein die 1,5-Version optional von einem automatischen Getriebe profitieren. Demnächst ist auch eine 4x4-Version verfügbar. Mit dem Materia zu fahren ist interessant. Das beginnt bereits mit der Fahrposition. Man findet hier die Gefühle der ersten Minis wieder, mit dieser fast vertikalen Frontscheibe und diesem kleinen Dachvorsprung, der den Eindruck erweckt, am Unterstand zu sein. Es geht weiter mit den kleinen Fenstern, die die Passagiere praktisch einwickeln. Die am hinteren Teil getönten Scheiben bieten einen guten Sonnenschutz für Kinder und Passagiere. Das Fahrverhalten des Materias ist so stabil, wie es aussieht. Es ist dicht, kompakt und außerdem liegt es tief. Was könnte da schon passieren? Dank einer Stabilitätskontrolle ist das Schlingern begrenzt und selbst wenn die Aufhängung ziemlich straff ist, erlaubt sie einen annehmbaren Rollkomfort. Eine gut unterstützte Direktion, die mit einem begrenzten Wenderadius von 9,8 Metern verbunden ist, machen aus dem Materia eine ideale Gefährtin für die Stadt. Der Materia ist kein Ferrari. Trotz allem streift man die Grenze von 170 km pro Stunde mit Wind im Rücken und der Verbrauch oszilliert zwischen 7 und 8 Litern auf 100 km. Wir mochten dieses Auto mit seinem persönlichen Blick und dem lebendigen Motor sehr, auch wenn dieser manchmal eher ein bisschen laut ist. Die Modularität und die unnötigen Spielereien der blauen Beleuchtung um die Lautsprecher finden trotzdem Anklang. Wir bedauern das Manko an Ablageflächen und der Endverarbeitung, sowie den hohen Verbrauch, wenn man den Motor etwas stark fordert. Der Materia ist ab 19.900 Franken für die 1,3 Liter Version und ab 23.900 Franken für die 1,5 Liter Version erhältlich. Metallisierter Lack und Automatikgetriebe sind erst ab der 1,5 Liter Version verfügbar. Das sind aber auch die einzigen verfügbaren Optionen. Alles andere gehört zur Standardversion und ist in jedem Modell mit eingeschlossen. So ist es eben bei Daihatsu.